Ja, vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Etwas schwierig, wenn die Erwartungen an den eigenen Preisen gemessen werden. Ja, ich kann mich auch gut erinnern, als ich vor 7 Jahren das letzte Mal auf diesem Podium stand. Da habe ich gesagt, dass eine Massenvernichtungswaffe weltweit längst im Einsatz ist und das ist die Waffe der Desinformation. Und das ist für mich als Autorin natürlich auch der Aspekt, zu dem ich am ehesten mich berufen fühle, was zu sagen, auch meine eigenen Erfahrungen damit. Damals, so erinnere ich mich, ging es um unglaubliche Gerüchteküchen, was den islamischen Terrorismus, also das Bedienen dieses Feindbildes betrifft. Damals wurde gesagt, dass alle westlichen Geheimdienste gesicherte Erkenntnisse haben, dass die nächsten islamischen Anschläge mit nuklearen Waffen geführt werden. Und es gab große Anzeigen in allen Zeitungen, FAZ, Süddeutsche, Viertelseite groß, in dem eine nicht näher genannte Gruppe davor warnte oder behauptete, man hätte Terroristen festgenommen, die in London Attentate auf Hochhäuser hätten fliegen wollen und im letzten Moment sei eine große Aktion der Sicherheitskräfte hätte das verhindert. Also das war eine Hysterie damals, die man schon gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Und wie wenig daran war, zeigt der Umstand, dass eigentlich diese potenziellen Attentäter nie vor ein Gericht kamen, diese Beweise nie erbracht wurden und meine Recherchen im Internet, wer hinter dieser nicht genannten Gruppe stecken könnten, führten damals unter anderem zu verschiedenen Verfassungsschutzen in den eigenen einzelnen Ländern, aber auch zu bestimmten Unternehmen wie zum Beispiel EADS, die natürlich an einer Aufrüstung gegen potenzielle Terroristen ein großes Interesse hatten. Immer wieder finanzielle Interessen erinnern uns daran, was Brecht einmal gesagt hat, nämlich, dass es Krieg so lange geben wird, wie es jemanden gibt, der daran verdient. Und deshalb finde ich es immer wieder wichtig, dass die Friedensbewegung überlegt, wie man Strukturen schaffen kann, bei denen man am Frieden besser verdient als am Krieg. Wenn ich heute hauptsächlich über die Intervention in Libyen sprechen soll, ich kann das auch ein bisschen improvisieren und kürzer machen, weil ja doch vieles schon gesagt ist, möchte ich noch mal erinnern, dass die Muster für solche Interventionen und eben diese materiellen Interessen, von denen ich eben sprach, ja oft sehr ähnlich sind. Ich habe schon zu Beginn des Afghanistan-Krieges zum Beispiel, da war in der Berliner Gethsemane-Kirche eine Protestveranstaltung von Frauengruppen. Und eigentlich konnte man längst vor dem Krieg wissen, worum es geht. Und ich zitiere mal einen kurzen Absatz, was ich da mit diesen Frauen in dieser Kirche gesagt habe. Für das Öl der arabischen Länder haben wir uns bis heute mehr interessiert als für ihre Kultur. Die Privatisierung von Gewalt haben lange vor den Fundamentalisten die Terroristen der Ökonomie praktiziert. Mit angesehen zu haben, wie ausgerechnet diese ebenfalls todbringenden Terroristen sich zu Verteidigern westlicher Grundwerte ernannt haben, darin liegt unsere Mitverantwortung. Wir haben nicht länger das Recht, für unseren Wohlstand die Verletzung des Menschenrechts auf Leben in ärmeren Ländern billigend in Kauf zu nehmen. Genau diese gottlose Demütigung ist die Ursache für fundamentalistische Wut. Diese kleine Rede, das war damals noch möglich, wurde in der Süddeutschen Zeitung gedruckt und wie mir dann berichtet wurde von dem Redakteur, der sie mir abgenommen hatte, gab es einigen Unmut in der Redaktionskonferenz. Und es war eigentlich das letzte Mal, dass ich in einer wirklich großen Zeitung solche Gedanken unterbringen konnte. Das sind dann auch so Erfahrungen, die man als Freier macht, wenn einem bedeutet wird, dich können wir leider nicht mehr akquirieren bei uns. Dabei sind das Sachen, die so offensichtlich sind, dass es eigentlich schwer ist, dagegen zu argumentieren. Dieser Afghanistan-Krieg, dieser Trick bestand ja eigentlich darin, dass man
die Anschläge vom 11. September nicht als das genommen und bezeichnet hat, was sie wirklich waren, nämlich Schwerstkriminalität, sondern als Krieg, mit dem man wieder mit Krieg reagieren muss. Das war schon eine Eskalation der Mittel, die völlig überzogen und unangebracht war und darauf deutete, dass da ganz andere Interessen dahinter stehen, als Terrorismus zu besänftigen, denn dafür hätte man wirklich andere Mittel anwenden müssen. Auch das wusste man damals schon, dass Krieg dafür das Ungeeignetste ist. Um die gleichen Methoden auch noch mal zu erwähnen, die wir in Libyen wieder erlebt haben, nämlich dass Angebote zu Verhandlungen, zu Truppenabzug und so weiter überhaupt nicht angenommen werden. Das haben wir ja auch in Jugoslawien erlebt. Ich sage nur das Stichwort Rambouillet, wo jede Art Angebot vom Tisch gewischt wurde, auch verfälscht wurde in den Medien. Dieses Geheimabkommen durfte man eigentlich nie genau lesen. Es gab einige wenige, damals noch Rudolf Augstein im Spiegel, die sagten, das war ein solches Geheimangebot, dass keiner mit 5 Jahren Schulbildung dieses hätte annehmen können. Das war eine solche Demütigung für Jugoslawien. Also das war eigentlich klar, dass damit überhaupt kein Frieden gewollt wurde. Auch in Jugoslawien war es so, dass es, wurde schon gesagt, eine sogenannte humanitäre Katastrophe sozusagen ins Leben gerufen wurde. Nebenbei bemerkt, weil hier schon Sprache erwähnt wurde, ist humanitäre Katastrophe als Sprache schon der größte Unsinn und Paradox, denn humanitär heißt ja, menschenfreundlich, wohltätig, hat man schon mal eine wohltätige Katastrophe erlebt. Also was gemeint ist, ist eine Katastrophe des Humanitären. Ich würde gern darauf aufmerksam machen, auch unter uns. Also auch in Jugoslawien schon die Mechanismen der Desinformation. Es wurden zum Beispiel auch Reden vollkommen verdreht. Angeblich war ein Anlass oder ein Beweis dafür, wie nationalistisch Milosevic war, immer seine berühmte Rede im Amselfeld. Erst nach Jahren ist dann eine Originalübersetzung im Amerikanischen gefunden worden und all die Passagen, die weggelassen wurden, und plötzlich stellte sich heraus, das war eigentlich eine überhaupt antinationalistische Rede, eine völkerverbindende Rede. Aber so kann man eben arbeiten, wenn man Passagen ganz weglässt oder ihren Sinn verkehrt und nach vielen Jahren, naja, tut uns leid, ist dumm gelaufen, aber erstmal war es der Grund um Feindbilder. Wunderbar. Auch in Jugoslawien war es so, dass natürlich die Medien ein Hauptangriffsziel war. Ich erinnere an die Bombardierung des Senders in Belgrad und wie sehr sich danach auch opportunistische Strukturen nach einem solchen Krieg in dem jeweiligen Land herausbilden. Ich habe in meinem letzten Buch Wehe dem Sieger diese Geschichte erwähnt. Ich habe diesem Jugoslawienkrieg ein ganzes Kapitel von 60 Seiten gewidmet, weil mich das immer noch sehr aufregt, wenn ich darüber nachdenke und die Fakten zusammentrage. Und der Direktor dieses Senders hat dann von den neuen Justizzuständigen in Belgrad, ist zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, weil Menschen in seinem Sender zu Schaden kamen und er angeblich nicht richtig die Menschen geschützt hat. Also nicht die Bombardierenden waren verantwortlich, sondern diejenigen, die, also ja, da wird gerade das Buch hochgehoben, ich wollte es gerade erwähnen, Peter Handke hat das auch aufgegriffen, hat sich auf meine Recherchen berufen und hat jetzt ein Buch geschrieben, die Geschichte des Dragoljub Milanovic, sehr zu empfehlen. Also manchmal greift auch die Literatur in solche Vorgänge ein. Wie ich zu den arabischen Vorgängen kam, das war nicht ganz zufällig. Ich war vor Jahren schon mal mit einer Autorendelegation im Jemen, hatte da noch Kontakte, war eingeladen zu einem ganz zivilen Kongress, nämlich über Wasserprobleme in den arabischen Ländern. Die haben nämlich ganz andere Probleme als Krieg. Die werden bald schon in wenigen Jahren kein Trinkwasser mehr haben.
Man muss immer tiefer bohren in Sana'a und vielen in Jordanien, um überhaupt noch an Trinkwasser zu kommen. Und das war an sich ein ganz normaler ziviler Kongress. Und als wir aus dem Flugzeug stiegen, sagte uns die Dolmetscherin, eben ist in Tunis die Revolution losgegangen und in Tunis ist aufgerufen worden, dass der Funke auf alle arabischen Länder überspringen möge. Umso aufmerksamer haben wir dann natürlich uns dieses Jemen angeguckt. Und das ist natürlich ein Land mit furchtbaren Problemen. Also ich glaube, ich kenne kein Land mit mehr Problemen, wo im Süden eine Separatistenbewegung der ehemals sozialistischen Teile des Landes ist, im Norden Al-Qaida-Kämpfer, eine furchtbare Armut und Analphabetismus, die Droge Kat legt das Land noch zusätzlich lahm und verbraucht viel unnötiges Wasser obendrein. Ich muss das nicht alles erwähnen, der Analphabetismus unter Jugendlichen. Also natürlich hat man sich gewünscht, dass auch in diesem Land nun endlich durchgreifende Veränderungen kommen, aber ich bin misstrauisch geworden, schon gleich dort im Jemen, wie ungenau diese Despoten geschildert werden. Und ich muss da auch Werner Ruf ein bisschen, ich nehme auch die Formulierung, einen anderen Akzent setzen. Denn was man bei uns eigentlich nicht wahrnimmt, ist, dass dieser Präsident Saleh, der jetzt auch so unter Despot läuft, sich schon bemüht hat, nach der Vereinigung des Jemen, die ja kurz vor der Vereinigung Deutschlands war, sich zumindest in Demokratie zu üben. Er ist übrigens 2 Jahre, bevor diese Unruhen jetzt waren, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin als Ehrengast gewesen und als jemand, der ein Vorreiter der Demokratie im arabischen Raum ist. Auch das war plötzlich völlig vergessen. Plötzlich war es nur noch derjenige, der seit 32 Jahren dort herrscht. Und was hätte man ein bisschen wenigstens berücksichtigen müssen? Also im Jemen waren 22 Oppositionsparteien zugelassen, davon sind 6 im Parlament. Ich war selbst in einem von einer Frau geleiteten Ministerium für Menschenrechte, in dem rund um die Uhr mehrere Telefonleitungen geschaltet sind, wo Beschwerden aller Art untergebracht werden können. Da geht es auch um Haftbedingungen und Al-Qaida und Ungerechtigkeiten aller Art. Ich war im Frauenministerium, das eine Frau leitet. Und ich habe am Freitag drüber geschrieben, in einigen wenigen Details hat der Jemen der deutschen Demokratie sogar ein paar Vorsprünge zu bieten. Ja, da staunt man, aber er hat, als sie sich vereinigt haben, eine neue Verfassung geschrieben und hat eine Volksabstimmung, ein Referendum darüber gemacht. Das hätten wir uns gewünscht hierzulande. Außerdem gibt es im Jemen eine Art von Basisdemokratie, die wir auch nicht haben. Dort wird nämlich der Präsident seit 2 Legislaturperioden direkt vom Volk gewählt. Das war 1999 und 2006. Es hat da jeweils auch Gegenkandidaten gegeben. 2006 einer aus dem sozialistischen Teil, ein junger, noch nicht sehr profilierter, der hatte aber auch irgendwie 22% der Stimmen. Es gab noch 2 andere, die hatten ganz wenige Stimmen. Und es gab UN- und EU-Beobachter, die bis auf wenige Ausnahmen auf dem flachen Lande, wo manchmal auch 17-Jährige wählen durften oder so, festgestellt haben, dass die Wahlen in Ordnung waren. Also wir dürfen uns hier auch nicht zu leicht machen. Und ein paar demokratische Fragen nicht außer Acht lassen, hatte dieser Präsident nicht bei all seinen Schwächen doch die höchste demokratische Legitimation, die man haben kann, mit 2-mal direkt gewählt zu sein. Und hätte man nicht über Formen nachdenken müssen, man weiß, wie sehr im arabischen Raum Stolz eine Rolle spielt, also wie man zu neuen Regierungsformen kommt, ohne seine Anhänger, und das waren nicht wenige, wie wir uns auch im Land überzeugen konnten, irgendwie in die neuen Forderungen mit einzubinden. Das ist ja ein bisschen etwas, was wir aus dem Osten kommende 89 auch versucht haben, dass man die reformwilligen Eliten einbindet und dass es dann vielleicht sogar leichter geht. Also so ein paar Überlegungen sind im Westen einfach nicht angestellt worden. Man hat es sich zu leicht gemacht. Es war zu schwarz-weiß. Und deshalb war ich dann natürlich besonders misstrauisch, als ich hörte, was eigentlich
in Libyen wirklich real ist und was auch wieder eine nachträgliche Erfindung ist. Man kommt ja in eine etwas schwierige Situation. Natürlich ist man Anhänger der Veränderungen im arabischen Raum. Man ist auf Seiten der rebellierenden Jugend, die für Teilhabe an der Gesellschaft, für mehr Wohlstand für alle ist. Aber man sieht auch die Gefahr des Missbrauchs und der Instrumentalisierung der neokolonialen Gefahren. Eduard Goldstücker hat einmal gesagt, nach jeder Befreiung kommt eine Wanderung durch die Wüste. Wenn wir uns der Wüste noch etwas zuwenden wollen, die jetzt sozusagen vor uns steht, ich will noch einen historischen Anknüpfungspunkt zum Nachdenken anbieten. Der ehemalige Großvisier des Osmanischen Reichs, Talat Pascha, der Hauptverantwortliche für den Völkermord an den Armeniern 1915-16, der so 1,5 Millionen Armenier für deren Tod mitverantwortlich ist, und der sich dann nach Deutschland abgesetzt hat, ist in Berlin, in der Hardenbergstraße damals, von einem armenischen Studenten erschossen worden. Was passierte daraufhin in Deutschland? Der Prozess gegen den Attentäter endete mit Freispruch. Und das war etwas, ein völlig neues Denken. Das Urteil hat damals sehr viele überrascht und es hatte sehr große Auswirkungen auf das internationale Recht. Bis zur Völkermordkonvention. Erstmalig war praktisch der Tyrannenmord auch legalisiert. Und deshalb ist es heute möglicherweise so, dass man, wenn man jemanden, den man selbst als Tyrannen ansieht, stürzen will, unter Völkermord geht es dann gar nicht mehr. Man muss gleich einen Völkermord behaupten, um sich legalisiert zu fühlen. Und da beginnt eben auch die schon erwähnte Instrumentalisierung, wo man aufmerksam sein muss. Völkermord oder Angriff auf die eigene Zivilbevölkerung war der vorgeschobene Grund, weshalb diese wirklich fragwürdige Resolution im UN-Sicherheitsrat zustande gekommen ist. Ich war auch froh, dass Deutschland und Westerwelle sich dem zumindest durch Enthaltung entzogen hat. Und ich will nicht hoffen, dass er nur verschlafen hat, dass die Amerikaner im letzten Moment da umgekippt sind. Dass er eigentlich glaubte, auf deren Seite zu sein. Auch solche Interpretationen hatte ich gehört. Die Linke hat eine Anfrage im Bundestag im Mai gestellt, ob es denn Erkenntnisse gibt für diesen Vorwand des Krieges. Und die Antwort des Außenministeriums am 10. Mai war, der Bundesregierung liegen keine detaillierten Informationen über Angriffe der libyschen Luftwaffe auf Zivilisten vor, auch nicht über zivile Opfer dieser militärischen Maßnahmen. Also weder die Bundesrepublik, auch die UNO nicht, auch das Pentagon nicht, auch die westlichen Botschaften in Tripolis nicht, konnten das bestätigen, was aber vor der Welt als legitimer Angriffsgrund galt, und das ist schon eine sehr bedauerliche Sache. Und es war auch offenbarend, dass als der Krieg jetzt zu Ende ging, als Gaddafi umgebracht wurde, eigentlich von diesem Grund nicht mehr die Rede war. Es wurde gar nichts mehr gesagt von diesem Völkermord, sondern es wurde nur noch von dem 42 Jahren blutiger Despotie gesprochen. Da ist sicher was dran, aber auch da müsste man mal genauer hinsehen, was denn eigentlich gemeint ist. Ich finde, dass dieses Schaffen von Sündenbocken mit dem Ziel, eigene Ziele durchzusetzen, ein sehr destruktives Potenzial in der Zivilgesellschaft ist. Denn da ist Differenzierung und Nachdenken gar nicht mehr möglich. Das hat einen Hang zum Totalitären, auch dieses Meuteverhalten der Presse dann. Und wenn jemand nur versucht zu differenzieren, setzt er sich sofort dem Verdacht aus, irgendwelche Sympathien für einen Despoten zu haben. Das war also auch meine eigene Erfahrung. Und man ist genauso isoliert. Also Differenzierung
ist eigentlich nicht mehr erlaubt in solchen Zeilen. Die Differenzierung war auch deshalb nicht möglich, weil natürlich aus Mediensicht Libyen ein fast unbekanntes Land ist, was seinen eigenen Standpunkt betrifft. Libyen durfte keine Satelliten benutzen, wie damals Jugoslawien auch. Und die libyschen Medien haben keinen Zugang eigentlich zu europäischer oder zur Weltgemeinschaft und nicht mal zu ihren arabischen Nachbarn. Also welche Meinungen und Argumente es dort wirklich gibt, hat man eigentlich nie vernommen. Und das ist schon immer sehr schwierig, denn in der Demokratie ist die eigene Urteilskraft eigentlich der Maßstab, um sich verhalten zu können. Und die eigene Urteilskraft ist einem doch sehr erschwert worden in diesem Fall. Der Friedensforscher Reinhard Mutz hat es auch so beschrieben, was das Land, also Libyen, das sich auch nach seinem Verzicht auf die Entwicklung eigener Massenvernichtungswaffen als kooperativ erwiesen hat, in den politischen Kanzleien wie in der öffentlichen Meinung des Westens binnen Tagen zum Schurkenstaat degradierte, bleibt ein noch aufzudeckendes Geheimnis. Und ich frage mich auch, was das für ein Signal an andere Länder ist, wenn jemand, der sein Kernwaffenpotenzial, seine Forschung einstellt und auch Kontrolleure ins Land lässt und guten Willen zeigt, wenn der dann praktisch angreifbar wird. Was ist das für ein falsches Signal an Korea, an Iran, die sich alle sagen müssen, das sollte man sich nicht leisten, dass man auf sowas verzichtet. Das ist genau das falsche Signal. Es gab eigentlich so drei Punkte, in denen ich mich besonders desinformiert fand, was Libyen betraf. Den einen haben wir heute schon besprochen, dass der Ausgangspunkt dieses Krieges bis heute unbewiesen ist. Es gab inzwischen mal Behauptungen, endlich gäbe es ein Video, auf dem man sehen könnte, wie die libysche Luftwaffe friedliche Demonstranten angreift, aber irgendwie ist dieses Video nie aufgetaucht. Also die wirklichen Beweise wird es vermutlich nicht geben. Der zweite Punkt war, dass immer behauptet wurde, dass der Gaddafi-Clan, dass diese ganzen Auslandskonten praktisch Privatkonten des Gaddafi-Clans sind und deshalb es legitim ist, die zu sperren. Das Argument, dass das natürlich Konten, jedenfalls so viel ich weiß, weitgehend der libyschen Staatsbank waren und dass die Beschlagnahme eigentlich eine ungerechte sozusagen Angriff auf libysches Volkseigentum ist und dass der Beschluss von diesem Geld auch noch Waffen nach Libyen zu schicken eigentlich ein Selbstbedienungsladen der Waffenindustrie war. Und das sind natürlich Methoden, die weder reflektiert werden, noch die man hinnehmen darf. Folgerichtig hat das Pentagon in diesem Jahr seinen Rüstungsexport um fast 50% steigern können. Und wie das in Europa aussieht, das wird nicht viel anders sein, aber dazu gab es keine Informationen. Etwas, wo es mir auch immer noch wichtig ist, die Figur nicht nur Gaddafis, sondern auch des arabischen Terrorismus überhaupt etwas zu differenzieren, nicht etwa zu entschuldigen, aber doch wenigstens zu erklären, wie so eine Motivation überhaupt zustande kommen kann, ist für mich immer die Dinge in ihrem Kontext zu sehen und nicht aus ihrem Zusammenhang zu reißen. Das ist ja immer etwas, was in hiesiger Geschichtsschreibung gar nicht erwünscht ist und einem leicht als Aufrechnen vorgelegt wird. Dabei ist es eigentlich nur Ursache und Wirkung zur Kenntnis zu nehmen und zu fragen, was ist Aktion, was ist Reaktion. Gaddafi werden immer in seinem Zusammenhang, wird immer die Berliner Diskothek La Belle, hinter den Anschlägen steckt er zweifellos, aber wo liest man schon, dass vier Wochen vorher zwei libysche U-Boote
von US-Kampfflugzeugen versenkt wurden, weil sie sich irgendwie angegriffen fühlten, aber es war irgendwie ein Irrtum. Also sie sind versenkt worden und damals ja, ist Vergeltung angekündigt worden und das ist zweifellos verabscheuungswürdig. Aber man sollte doch zumindest den Kontext nicht ganz aus dem Auge lassen, zumal Vergeltung, und das ist fragwürdig genug, auch nach US-Gerechtigkeitsgefühl offenbar legitim ist, denn nach diesen Anschlägen auf La Belle hat es ja Bombenangriffe auf Tripolis gegeben, bei denen 10-mal mehr Zivilisten getötet wurden. Das ist eine merkwürdige Art, für sich Rechte in Anspruch zu nehmen, die man bei anderen auf jeden Fall als schwersten Terrorismus kritisiert. Und ähnlich im Übrigen auch das Lockerbie-Attentat hatte eine Vorgeschichte, die weitgehend verdrängt ist. 1988 flog der Iran Airlinienflug 655 über den Persischen Golf und wurde dort von der Crew des US-Kriegsschiffes C-49 auch abgeschossen, weil die auch glaubten oder vorgaben zu glauben, wo sie eine hochmoderne Technik an Bord hatten, besten Radar, den es bis dahin gibt. Sie glaubten sich angegriffen zu fühlen, obwohl die Passagiermaschine im Steigflug war und auch alle Signale eines Passagierflugzeuges von sich gaben. Kurzum, diese Maschine wurde abgeschossen, alle 290 Insassen starben über dem Persischen Golf, darunter 66 Kinder. Und statt sich zu entschuldigen, hat Präsident Ronald Reagan den Schiffskapitän mit dem Legion of Merit Orden ausgezeichnet. Und das ist natürlich eine unglaubliche Provokation. Und damals hatte Ayatollah Khomeini angedroht, man werde Gleiches mit Gleichem vergelten. Es werde Blut vom Himmel regnen, was dann 5 Monate später über Lockerbie eben auch passiert ist. Wie gesagt, keinerlei etwa Entschuldigung, aber ich finde, man muss sowas schon im Kontext sehen und ich finde, ein Grad unserer Desinformation lässt sich daran messen, wie wenig die 290 abgeschossenen Iraner im allgemeinen Bewusstsein sind, nämlich in aller Regel gar nicht, und wie stark dagegen die 270 Lockerbie-Opfer. Wenn das also nur vorgeschützte Gründe waren, was können die wirklichen Gründe gewesen sein? Klar, Öl bietet sich immer an. Öl ist auch richtig in dem Falle. Aber es könnten noch ein paar andere Dinge dazugekommen sein, die dem Westen ein Dorn im Auge waren. Die USA hatte im Norden von Tripolis vor 1970 mal einen Militärstützpunkt, den sie räumen mussten. Gaddafi hatte doch starken Einfluss, wurde schon gesagt, auch auf die antikoloniale Bewegung, zumindest in Afrika. Er hat den afrikanischen Währungsfonds mit gestärkt, was natürlich für den internationalen Währungsfonds auch nicht das Erwünschte war. Und er hat etwas Merkwürdiges gemacht, wie er ja oft sehr merkwürdige und unverständliche Dinge gemacht hat. Er hat ganz sicher im eigenen Land keine Pressefreiheit zugelassen, aber er hat 2007, nachdem die afrikanischen Länder 14 Jahre lang die Weltbank um einen Kredit für einen eigenen afrikanischen Satelliten gebeten haben, damit die zu kostengünstigen Preisen Internet benutzen können und nicht jedes Jahr $500 Millionen an die westlichen Länder für ihre Satelliten zahlen müssen. Die Weltbank hat das 14 Jahre lang abgelehnt. Dann hat Libyen einen Großteil dieser Summe auf den Tisch gelegt, sodass seit 2007, also auch in Afrika, zu erträglichen Preisen Internet zugänglich war, bis aufs flache Land. Und wie wir wissen, hatte das ja keine unwesentliche Rolle, diese Internetzugänge, bei dem Ausbruch der arabischen Revolution in Nordafrika. Also alles ist sehr widersprüchlich und man muss es etwas differenzierter sehen als in diesen ganz Schwarz-Weiß-Malereien, die uns da ständig angeboten werden. Ich habe mich mit vielen
Arabern, also die ständig auch die arabischen Medien verfolgen, unterhalten. Und eigentlich war ihr Fazit, dass dieser Krieg auf Libyen, gegen Libyen eine Art von Rekolonialisierung ist und dass, wenn die arabischen Revolutionen nicht in den Händen der Araber bleiben, sie in die Hände des Kapitals fallen wird. Ich komme zum Schluss. Heute ist doch nach diesem Krieg es so, dass niemand in der westlichen Öffentlichkeit ernsthaft bezweifelt, dass der Sturz eines Despoten mindestens 500.000 Kriegstote wert waren. Sehr viele Unternehmen und das Militär sind im Lande, sodass man annehmen kann, Ziel erfüllt. Ich hörte, dass ein Bericht von Ban Ki-moon jetzt dieser Tage bevorsteht über die Lage in Libyen. Er ist dort etwas sorgenvoller. Er spricht von mehreren tausend Häftlingen, die als Staatsfeinde inhaftiert sind, außer Reichweite eines neuen Rechtssystems in Kerkern sitzen. Er spricht von Folter und Lynchjustiz und der Macht des Militärs in den Straßen. Es gibt neue Demonstrationen von Stammesvertretern. Ich kenne die Namen nicht, aber sie heißen Abayi und Makhariba-Clans, die jetzt in Benghazi gegen die Übergangsregierung demonstrieren. Das heißt, es ist zu befürchten, dass uns ein Bürgerkrieg nach irakischem Muster bevorsteht. Und die Frage, die an mich gestellte Frage, ob solche Interventionen Schule machen werden, ist leider mit Ja zu beantworten, sofern sie den Interessen des Westens und derjenigen, die die Waffen haben, dienen, dieses Teile und Herrsche. Es gibt keinen Anlass zu der Hoffnung, dass es aufgegeben werden könnte. Zwar gibt es heute in der Süddeutschen Zeitung drei Gründe, weshalb man nicht glaubt, dass man das jetzt in Syrien machen wird. Einmal, weil es keine solche UN-Resolution gibt. Weil man, anders als in Libyen, wo nämlich doch eine ganze Menge Leute auch nach dem Otpor-Prinzip, das wir aus Jugoslawien kennen und das auch in der Süddeutschen Zeitung beschrieben wurde, auch im arabischen Raum sehr aktiv war. Man kann es nachlesen bei mir oder bei Wikipedia, was Otpor bedeutet, also auch das Einschleusen von Geheimdienstleuten und das Schüren von Konflikten. Also, dass nach diesem Prinzip es keine Kontaktgruppen in Syrien gibt, wie es das in Libyen gab, und dass es keine Unterstützung aus anderen arabischen Ländern dafür gibt. Also kann man im Moment hoffen, dass uns das in Syrien nicht sofort bevorsteht, was ja nicht heißt, dass es möglicherweise im Iran noch ein viel schlimmere und weitergehende Folgen haben könnte. Was können wir tun? Sind wir ohnmächtig gegen diese Entwicklung? Ich glaube, wir können nur Gewissheiten bezweifeln, Fragen stellen, Gegeninformationen verbreiten, genau das, was wir hier tun. Abrüstung dieser verheerenden Waffe Desinformation betreiben. Das ist ja das, was wir uns hier vorgenommen haben. Und in diesem Sinne möchte ich schließen mit einem Zitat von Henri de Saint-Simon. Kriege, was auch immer ihr Ziel sein mag, schaden der ganzen Menschheit. Sie schaden auch den Völkern, die Sieger bleiben. Dankeschön.